Willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story. Und der Random Shit hört nicht auf. Der Random Shit hört nicht auf. Wer soll denn bitteschön darauf kommen? Ich habe mir eine Komplettlösung zur Seite genommen. Schande auf mein Haupt. Nicht nur, dass wir diese lächerliche Shibimun dabei haben. Ja, mal so im Vergleich. 4000 Schaden von Saturn. 26 Schaden von Shibimun. Ja. Ganz davon ab, dass wir halt eben unser Opfer Blark dabei haben. Also sie ist schnell. Das kann man nicht leugnen. Aber, nee. Wer soll darauf kommen? Ich zeig's euch gleich. Ich zeig's euch. Das ist Random Shit vom Feinsten an dieser Stelle. Wir müssen wieder in die Arche. Möchtest du auf die Arche? Ja. So. Und wenn wir in der Arche sind, ja, und dann Y drücken, fliegen wir zum Mond. Aha. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja, für jeden Shit gibt es hier so ein random, ganz verstecktes Tutorial, aber fürs Fliegen? Nee, da nicht. Da muss man Knöpfchen drücken. Da kriegt man nichts erklärt. Miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ja, du hast recht. Miau, miau, miau. Mach den Mondnebel, mach mich zu einem hübschen Dienstmädchen zum dritten Mal. Miau. Das ist, wie gesagt, bis zu Kapitel 4, also eigentlich so bis zu dem UFO, war das Spiel eigentlich gar nicht so miserabel. Aber jetzt sticht es einfach nur mit random Schissel hervor. Okay. Ihr seid von der Erde, stimmt's? Ist das Mondkönigreich nicht wundervoll? Ja, es ist wundervoll in dieser Kraterlandschaft. Was haben wir hier? Oh, hier können wir... Nein, was haben wir hier? Hier können wir in der Kraterlandschaft durch die Gegend laufen. Yay! Ist das nicht herrlich? Ja, und wir können hier mit Leuten reden. Ihr habt die Arche von Venus benutzt, nicht wahr? Sucht ihr sie etwa? Ich wusste nicht einmal, dass das Ding fliegen kann. Ja, genau. Die Arche von Venus, die nicht von Venus geflogen werden kann. Genau von dieser Arche reden wir. Was ist hier überhaupt? Was bist du? Eine Statue oder so? Sind das Schätze? Nein. Hm. Fünf Betten. Ja, also ich würde mal sagen, die Sailor-Kriegerinnen sind hier nicht so gut untergekommen. Im Erdkönigreich gibt es wenigstens für jeden Einzelnen ein Bett. Ich wäre gerne auf der Erde und würde dort gern spielen. Ja, das würdest du gerne. Na gut, gucken wir mal weiter. Ich will für immer mit den Menschen auf der Erde befreundet bleiben. Unsere Königin sollte auch so denken. Warum sollten die auch nicht befreundet bleiben? Spricht doch nichts dagegen. Das ist nur eine Sache von Diplomatie und so. Vor einiger Zeit ist Prinz Endymion gekommen, um die Prinzessin zu treffen. Sie lieben sich so sehr. Oh, hier kann ich abspeichern. Warum auch immer. Ich frage mich, was das ist. Das ist Luna P. Mit dir kann ich speichern. Nein, ich will nicht speichern. Nee. Was ist hier? Haben wir hier irgendwas? Nein, wir finden hier nichts. Ich finde das natürlich auch herrlich, dass wir die Vergangenheit plündern können. So. Ich gucke mich hier gerne in den Häusern ein bisschen um, einfach um so ein bisschen Blabla mit den Leuten zu führen. So, wieder ein Mädchen. Ich möchte auch eine Sailor-Kriegerin sein. Ah. Fangirl.
Die Königin ist eine sehr liebe und nette Person. Ja, seht ihr? Noch ein Grund, warum man eigentlich sich fragen sollte, warum die nicht befreundet bleiben sollten. Gibt's hier hinten irgendwas? Das sieht mir doch schon so aus, als ob... Nee. Natürlich, da wo man denkt, es könnte irgendein Versteck sein, gibt es einfach nichts. Wo bin ich hier jetzt gelandet? Oh, ich bin im Mondpalast. Würde ich mal so sagen. Ah, ich bin sehr beschäftigt. Okay. Hast du den Erdpalast besucht? Ja. Das ist das Zimmer der Königin. Okay. Das ist das Zimmer der Königin. Okay. Hab's verstanden. Das ist das Zimmer der Königin. Oh, was geht denn hier ab? Leute von der Erde. Ich sorge mich um das fliegende Pferd der Prinzessin. Welches fliegende Pferd? Reden die etwa von Pegasus? Nein. Na gut. Meine Freundin hört mir nicht zu. Gucken wir doch mal ins... Nein, wir gucken noch nicht in... Na doch, ich möchte das Schlafgemach der Königin sehen. Verdammt. Was ist los, Prinzessin? Wieso tragt ihr die Kleidung eines Dienstmädchen? Du bist nicht die Prinzessin, nicht wahr? Königin, ich bin... Nein, ich weiß schon, wer du bist. Dieses Kind ist meine Tochter. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin Shibyusa. Sie ist niedlich und nutzlos. Danke. Ich werde dieses Treffen für immer in meinem Herzen behalten. Königin Serenity, passt auf euch auf. Nein, nicht weglaufen. Verwandle dich lieber. Es ist sinnlos. Sie wird auch sterben. Wir wissen das, dennoch können wir nichts dagegen tun. Aber sie ist meine Mutter. Na. Miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ja, was auch geschieht, sie wird sich letztendlich opfern, um alle zu retten. Solche traurigen Ereignisse passieren in dieser Zeit. Lass uns den Rosenkristall finden und zurückkehren. Whoop. Okay. Hier haben wir noch mehr Bedienstete. Oh, die kommt von der Erde. Kennt ihr die Prinzessin? Ja. Die Prinzessin ist mit Prinz Endymion auf der Sternenterrasse. Oh. Lasst mal ein bisschen spannern. Aber vorher? Oh. Das sieht mir doch nach Venus aus. Hier ist nichts. Nichts. Gar nichts. Mars? Ist auch nicht zu Hause. Jupiter. Weggeflogen. Das war Venus. Moment. Dann war das da drüben Merkur. Lol. Okay, Kanada. Alle ausgeflogen. Keiner hat Bock, sich mit mir zu unterhalten. Hier irgendwas? Nope. Wir wissen, hier geradeaus geht's weiter, deswegen gucken wir in diese Tür auch nochmal rein. Sicher ist sicher. Oh. 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 Wir haben ein wunderschönes Zimmer. Ich glaube, oh, da sind Kisten. Ich finde eine rote Rose. Und ich finde ein Diamantarmreif. Ich glaube, das ist doch etwas, was man bestimmt Sailor Moon geben kann. Ja, die hat ein Diamant-Diadem. Dann bekommst du jetzt auch einen Diamant-Armreif. Lol. Verbessert irgendwie überhaupt nichts. Achso, da unten. Von... Moment. Erhöht ein bisschen was. Auf 85. Jo, ich würde mal sagen,
Ja, die Verteidigung geht ein bisschen runter, aber dafür Tempo hoch, ausweichen hoch, Schaden nochmal plus 10. Her damit. Damit hat sie jetzt auch ein cooles neues Item. Das freut mich doch. Und dann lasst mal die Turteltäubchen bespannen. Hier oben sitzen sie. Königin Perilla hat den Menschen auf der Erde eine Gehirnwäsche verpasst. Sie plant beides zu erobern, die Erde und den Mond. Ich verstehe. Was auch immer passiert, wir können sie nicht aufhalten. Prinzessin Demion. Okay. Miau, miau, miau. Miau, miau. Ja, du hast recht. Wir können sie nicht stören. Also wir können sie schon stören, theoretisch. Na gut, reden wir nochmal mit der Königin. Weil irgendwie ist das hier gerade ein nutzloser Kommentar. Es ist wichtig, Freunde zu haben. Danke. Okay. Hier ist soweit nichts. Wow. Hey, danke fürs Subscriben, Croissant. Da tänzelt mir doch das Pony. Aber... Na, wir sollen diesen Kristall finden. Und es ist schon wieder... Wir laufen von A nach B einfach nur, um am Ende nichts zu haben. So, das ist so richtig von wegen, ja, damit wir einmal kurz gesehen haben, was eigentlich nochmal so auf dem Mond und auf der Erde passiert ist, bla bla bla. Aber bringt tut das hier jetzt alles nichts. Ja, wir waren jetzt hier, wir waren im Erdkönigreich, wir waren überall. Und nirgendwo ist der Rosenkristall zu finden. Mäh. Ach, toll. So, laufen wir ein bisschen schneller. Sind wir hier jetzt durch oder sind wir jetzt nicht durch? Keine Ahnung, ich habe nur geguckt. Also... Dankeschön fürs Abonnieren, Croissant. Das ist echt lieb von dir. So. Ja, wir waren jetzt in allen Königreichen, die es gibt. Juhu. Ja, ich möchte wieder zurück auf die Arche. Ja, das habe ich auch erst seit gestern oder vorgestern. So. Und dann gehen wir wieder zurück nach Rias. Und reden hier nochmal mit der komischen. Vielleicht hat die jetzt einen tollen neuen Auftrag für uns. Jetzt, wo wir wissen, dass wir ja zum Mondkönigreich fliegen können. So, auch wenn die Erfahrungspunkte hier absolut nutzlos sind. Shibusa braucht sie. Pass auf. Und dann haben wir den Rosenkristall. Und Shibusa geht dann ab wie ein Zäpfchen. Massiv stark, voll overpowered. Macht irgendwie 10 Milliarden Schaden auf die Gegner. Irgendwie solche Geschichten. Not sure. Also, ich glaube, abonnieren kann man mich auch erst seit vorgestern oder so. Ich habe da so eine komische Nachricht bekommen, habe gesagt, ja, okay, mache ich. Und seitdem kann man ein Abo dalassen. Das finde ich eigentlich ziemlich nett. Deswegen dachte ich mir, nehme ich. Why not? So. Das Königreich des Mondes. Das Silberjahrtausend. Sicherlich Perilla. War das jetzt alles? Es ist doch... Muss ich jetzt wieder zum Nordpol? Muss ich jetzt die ganze Zeit von
von zwischen den beiden Königreichen hin und her wechseln und diesen ganzen hässlichen Weg laufen, den keiner laufen will. Wie gesagt, random Schisse. Man bekommt hier halt eben auch keine genauen Informationen, Anweisungen. Das ist so, ja, danke, nett, dass wir uns darüber unterhalten haben. Mond, Erde, Silberjahrtausend. Schön. Das sind so Hinweise, genauso wie Straße. So, ja, such die Personen in, such Person XY in Berlin. Wo? Straße. Ja, so ist das. Welche Straße? Häuser. Ah, also ich würde eher behaupten, diese Person hat ein massives Problem mit der Orientierung oder wird vermutlich, keine Ahnung, ich würde, glaube ich, umdrehen und weggehen, weil diese Person anscheinend ziemlich wirr ist. Und das definitiv nicht das ist, was wir eigentlich haben wollen. Toll. Gut, zurück zur Arche. Möchtest du auf die Arche? Ja. Fliegen wir jetzt zum Erdkönigreich? Ja. Wieder zum Nordpol. So, einmal landen bitte. Danke. So, hier sind die Gegner auch wieder ein bisschen stärker drauf. Muss man echt aufpassen. Ja, Unchibusa zeigt sich wieder von ihrer besten Seite, einstellige Crit-Zahlen schreiben. Während die anderen einfach versuchen, irgendwie gut zu sein. Oh, Mensch, selbst Sailor Moon schafft es jetzt mittlerweile, vierstellige Zahlen zu schreiben. Jetzt nur ein bisschen aufpassen, weil diese Attacke verwirrt uns oder unsere Sailor-Kriegerin. Das ist weniger cool. So, ich gehe jetzt erstmal zum Erdkönigreich und hoffe, dass das der Weg ist, den wir einschlagen wollen oder einschlagen können. Wir können theoretisch jetzt in jeden, also wir haben insgesamt jetzt 6 Orte zur Verfügung, die wir komplett durchkämmen könnten. Ja. Nur, weil wir jetzt fliegen können. Und weil wir wir können nicht richtig fliegen, sondern wir können eigentlich nur so Zeug machen. Ich weiß es nicht. Also, wir müssen immer wieder durch diese Passagen durch. Wir müssen immer wieder dort gegen diese Gegner kämpfen. Wir haben keine Ahnung, wo wir jetzt eigentlich als nächstes hin müssen. Na, das Ganze fing an mit diesem wunderschönen, mit der wunderschönen mit diesem Buchladen, wo wir so explizit gut nach einem Buch gesucht haben. Ja, wir brauchen ein Buch über den Mond. Die Mondprinzessin? Ich dachte, ihr wärt momentan auf dem Mond. Sailor Moon? Komm her. Was ist los, Luna? Das hatten wir doch schon, Leute. Das hatten wir doch, genau das hatten wir doch schon. Warum kriegen wir jetzt wieder diese... Was ist denn? Ja. Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Joke werden soll. Dass wir hier jetzt an dieser Stelle genau den gleichen Dialog bekommen. Vermutlich wurde jetzt hier einfach mal massiv alles resettet. Ich gucke einfach mal im Thronsaal nach. Nee, die stehen immer noch hier.
Die reden auch immer noch den gleichen Kram. Oh, komm, skippen, skip, 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 skip. Skip, 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 skip das. Ich brauche diese Kommentare nicht. Wir kennen die ja schon alle. Aber ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. An dieser Stelle. Das ist echt ein Witz. Das ist so ein lächerlicher Joke. Es ist schon wieder genau das Gleiche. Wie gesagt, ne, Frustration hoch 10 an dieser Stelle. Einfach nur aus dem Grund heraus, dass hier so ein Random-Scheiß passiert. So, wir haben jetzt hier unten mit Leuten geredet, weil wir auf der Suche nach dem Rosenkristall sind. Den wir nicht gefunden haben, weil wir mit Leuten geredet haben, die uns nicht sagen... mit denen wir nicht mal reden dürften. Ja. Und ja. Und es hat uns keinen Schritt vorangebracht bei der Suche. Aber wir wissen jetzt, oh geil, wir waren im Erdkönigreich. Oh geil, wir waren jetzt bei Königin Brilja im Schloss. Oh geil, wir waren jetzt im Mondkönigreich. Das ist so ein bisschen Fanservice, was hier stattfindet. So, oh, die sind in der Vergangenheit. Oh, da müssen sie gleich die Points of Interest kennenlernen. Aber es bringt die Story nicht voran an dieser Stelle. Gar nicht. So, stattdessen wird man hier mit so einem Random-Scheiß zusammengefeuert, wie Y drücken, um zum Mond zu fliegen. Wer hat sich das ausgedacht? So genauso wie, welchen Nutzen hat Shibusa bei uns in der Party? Ich meine, da könnte jeder x-beliebige drin sein. Die hat nichts gemacht. Sie hat quasi ihre Großmutter kennengelernt. Yay. Congratulation. So, der Witz ist nämlich, wir wollen wieder zur Arche. Und kaum sind wir wieder auf der Arche, ratet, was wir machen müssen. Y drücken. Wah! Weil es ist klar, man muss ja erstmal wegfliegen und dann wieder hinfliegen, damit irgendwas passiert. Ne. Wah! Das Volk des Mondes wurde komplett ausgelöscht. Das ist das Ende des Mondes. Dadurch können wir beide in unserer eigenen Welt leben. Das ist das Silberjahrtausend. Oh. Miau, miau, miau. Selbst wenn ich es weiß, kann ich die Dinge nicht ändern. Okay. Wie gesagt, ich verstehe es nicht an dieser Stelle. Weil es ist einfach... Keine Ahnung. Okay, wir laufen jetzt hoch zum Schloss. Vermutlich werden hier irgendwie... Oh, Gegenstände. Eine Mondscherbe. Vermutlich werden hier jetzt Gegner rumlaufen.
Oder auch nicht. Auch gut. Es ist mein altes Ich. Ich will das nicht sehen. Huch, ich bin verschwunden. Miau. Miau, 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 miau. Prinz Diamond, du bist das, nicht wahr? Komm raus. Ist das... Sailor Moon? Du bist also in diese Zeit gekommen. Lass mein altes Ich in Ruhe. Nein. Es sei denn, Sailor Moon, du kommst zu mir. Miau, miau. Ich verstehe. Miau. Luna, es ist, wie du es gesagt hast, richtig? Wir können es nicht zulassen, dass jemand das verändert, was das Schicksal für die Menschen in dieser Zeit vorgesehen hat. Sailor Moon. Wenn ich dich in meine Hände bekommen kann, werde ich nichts anderes mehr anfassen. Wenn ich dich nur in meine Hände kriegen kann, werde ich nicht mehr anderes berühren. Ha! Letztendlich ist die Prinzessin in meinen Händen. Miau. Macht des Mondes, verwandle sie zurück. Hat das jeder gesehen? Das war der Silberkristall dieser Zeit. Die Splitter fielen auf die Erde. Sollten wir jetzt nicht gegen die Sailor-Kriegerin kämpfen? Wartet! Apsu hat bereits ihren Plan vollendet. Ja, das stimmt. Wenn wir einen Splitter des Silberkristalls jetzt bekommen, wird er seine Kräfte verlieren. Hä? Sollen wir diese winzige kleinen Splitter suchen? Wir brauchen sie nicht alle, nur einen. Das wird reichen, um den Silberkristall aufzuhalten. Ich verstehe. Wenn die 7 Regenbogenkristalle zusammengebracht werden, wird der Silberkristall erscheinen. Aber wenn es nur 6 davon gibt, ist das nicht mehr möglich. Ja. Er wird dann mit Sicherheit ausgeschaltet. Das wird das Einzige sein, was wir brauchen, damit Apsu ihre Kräfte einsetzen kann. Okay, dann machen wir einen Splitter... Wenn wir einen Splitter bekommen, wird unsere Arbeit erledigt sein. Okay, lasst uns gehen. Sailor-Kriegerin. Öffnet meinem Bruder die Augen, Sailor-Kriegerin. Mein Bruder ist verwirrt. Er ist zusammen mit Sailor Moon im Verlies des Mondpalastes. Das ist mein Wunsch. Lasst uns endlich Frieden finden. Saphir! Wir sollten nun zurück. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ja! Warum? Ihr seid doch schon da. Miau, 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 miau. Aber Sailor Moon wurde entführt. Also, wenn wir selbst die Vergangenheit beschützen, wird das Ergebnis dasselbe sein. Ein Schicksal ohne Sailor Moon. Ich werde ihr helfen. Wenn Sailor Moon nicht existieren würde, dann wäre meine Gegenwart, mein gegenwärtiges Ich vielleicht gar nicht hier. Ich werde auch helfen. Eine Zukunft ohne die Prinzessin wäre bedeutungslos. Wenn Sailor Moon aus dieser Zeit verschwindet, gibt es einen Widerspruch in der Zeit. Was auch immer wir tun, wir müssen Sailor Moon helfen. Dank Sailor Moon sind wir alle hier heute Freunde. Wir müssen ihr helfen. Sailor Moon ist eine gute Freundin. Wir können nicht einfach nur zusehen. Sie ist immer so leichtsinnig und unvorsichtig. Und sie denkt manchmal nicht an die Konsequenzen. Aber so ist Bunny normal. Wir müssen ihr helfen. Wenn Sailor Moon weg ist, kann ich nicht in meine Zeit zurückkehren. Miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Es gibt ein Verlies im Mondpalast? Miau. Miau, 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 miau. Miau.
Miau. Und wir laufen wieder mit Shibusa rum. Geil. Okay. Wen nehmen wir diesmal mit? Ganz einfach. Wir nehmen Sailor Merkur, Sailor Venus, Sailor Satan und Sailor Uranus. Und warum? Weil die wenigstens Schaden machen können im Gegensatz zu Shibusa. Toll. Jetzt darf ich jetzt Shibusa durch die Gegend laufen. Whoop, whoop. Kleiner Moment. Bevor wir ändern nochmal ein bisschen die Formation. Und zwar auf Siegposition ändern. Du verdrückst dich mal bitte hier nach hinten. Danke sehr. Und ja, wenn wir dann mal wieder in der Arche angekommen sind, um ein drittes Mal zum Mondpalast zu fliegen, weil einmal hat nicht ausgereicht, um dort zu bleiben, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Moment. Wie kann es sein, dass Shibusa gerade 76 Schaden gemacht hat? Da passt doch irgendwas nicht. Die cheatet doch. Die cheatet aber gewaltig. Oh, Moment. Aha, Merkur hatte hier irgendwann mal irgendwelche Items eingesetzt. Klatsch. Okay, sie hat gecheatet. So. Saturn regelt. Saturn beste. Da lang. Nee, Blödsinn. Da hoch. Ach. Seht ihr, deswegen will ich hier noch keinen Schluss, noch nicht Schluss machen. Smash. Lass mal die Großen dran. So, wir müssen da hoch. Ein bisschen umpositionieren. Die Kämpfe sind immer so anstrengend. So. Und ab zur Arche. Moment mal. Auf die Arche gehen? Ja. Sehr witzig. Wie war das noch? Nur Sailor Moon kann die Arche fliegen. Plötzlich können es alle. Yay! Na, so viel zum Thema Random Shit. So, wir sind wieder da. Möchten wir speichern? Leider ja. Deswegen, das Spiel hat echt gemütlich angefangen und hat auch echt viel Spaß gemacht. Aber so die letzten, keine Ahnung, 2,5, 3 Stunden waren einfach so dermaßen useless. Kleiner Moment. Achso, das ist... Wir sollten vielleicht nochmal hier gucken, ob wir nicht vielleicht irgendwo nochmal eine Kiste finden oder sowas. Vielleicht gibt es auch mal irgendwann Gegenstände, die Shibusa tragen kann oder so. Das wäre ja... Das wäre zwar schon ein bisschen zu viel des Guten. Aber na gut. Aha, es ist einfach ein Teleporter. Oh, wo führt der hin? Aha. Black Lady! Miau! Das bin ja ich! Der Erleuchtete hat mich in diese Gestalt verwandelt, indem er die ganze Liebe in mir zerstört hat. Miau, miau. Miau, 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 miau. Denkt ihr das? Ich muss euch widersprechen. Apsu verändert gerade das Schicksal dieses Zeitabschnitts. Und dies kann nicht verhindert werden. Das ist die Wahrheit. So wird es geschehen. Jedenfalls haben Sin und ihre Freunde einen Regenbogenkristallsplitter gestohlen, der ein Teil des Silberkristalls ist. Hä?
Miau. Jetzt verschwindet die Kraft des Silberkristalls immer mehr. Shibusa wird in dieser Zeit verschwinden. Denn das, was Herrin Apsu entschieden hat, wird zur Geschichte werden. Nun werde ich euch für sie töten. Yay. Ein Kampf gegen... Oh, geil! Geil! Das ist ein Kampf, auf den freue ich mich richtig. Und warum? Weil wir jetzt das erste Mal Shibusa richtig eine reinklotzen können und das sogar noch zum Spiel gehört. Geil! Los geht's, Leute! Wir ziehen los mit Schwert der Herzen. Gehen weiter mit Wasserstrahl. Shibusa, kannst du überhaupt irgendwas? Irgendwas, was der Gruppe helfen könnte? Du könntest dich verteidigen. Mach des Schwertes und Wiederkehr des Todes. Oh geil, Giftnebel. Oh, nee. Uranus ist vergiftet. Schadenstechnisch sieht es eigentlich ganz okay aus, würde ich meinen. Oh. Außer bei Merkur. Ja, wobei Merkur macht immer noch mehr Schaden als Shibusa. Aber im Grunde will ich nur, dass Shibusa... Ah nee, Shibusa macht hier nämlich jetzt den Support und kann nämlich Heilbad... Nee, wir haben noch irgendwas, was alle Status-Effekte auf alle... auch nicht. Okay, dann halt eben doch, wo haben wir's? Das Heilbad auf Sailor Uranus. Während Sailor Uranus miese Keile verteilt. Okay, Venus ist verwirrt, das ist auch nicht cool. Hoffentlich greift sie zumindest richtig an. Und nicht irgendwen von uns. Ah, oder gar nicht. Gar nicht ist auch gut. Wir bleiben dabei. Wasserstrahl. So. Du gibst ihr jetzt ein Heilbad. Du kannst noch einmal Macht des Schwertes nutzen. Uranus hat es gerade aber richtig mies erwischt. Oh, und so viel zum Thema. Ich mache hier gleich einen Cut. Na gut, dann müssen wir wohl leider erstmal Black Lady killen. Das war auch wieder Blödsinn. Ich wollte nicht das, sondern ich wollte... Genau, das wollte ich hier eigentlich geben. Einmal Eau de Cologne für alle, um die EP wieder aufzufüllen. Smack. Wir bleiben dabei. Wir ziehen die Linie sofort. So. Genau. Einmal eine Menübox. Damit hier nochmal ein bisschen Schaden geheilt wird. Menübox ist auch so ein OP-Ding. Heilt einfach alle. Komplett. Das ist so ein bisschen... Wir wissen nicht mehr, was für Gegenstände wir einfügen können. Also nehmen wir Gegenstände, die einfach alle auf 100% heilen. Nichts, was man hier irgendwie groß machen kann. Was wir natürlich machen könnten, wäre den süßen Kriegerinnen die Möglichkeit liefern, einfach sich nochmal aufzupumpen. Aber wenn das wieder so wird wie beim letzten Mal, dann ist das wahrscheinlich der letzte, ist das die letzte Möglichkeit, so von wegen, alle pumpen sich auf und genau in dem Moment, wo alle aufgepumpt sind,
braucht sie nur noch einen Schlag und dann ist alles erledigt. Verteidige dich. Du brauchst gerade nichts machen. Miautsch. Smack. Okay. Wir halten einfach an dem Ding fest. Moment. Du machst dein Venusschwert. Du machst deinen Wasserstrahl. Du drückst allen jetzt, nee, nicht das Heilbad, sondern, wo haben wir es denn? Wundsalben? Nee. Die Kirisushi-Box auch nicht. Wo ist es denn jetzt? Genau, die Menübox in die Hand. Du machst die Schwertchen. Du machst wieder das. Ich frage mich, wie viele Lebenspunkte die hat. Ich meine, die hält ja auch schon wieder so dermaßen viel aus. Ich meine, wir kommen gut gegen an. Oh, gut, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Erfahrungspunkte 15.000, na klar. Venus Level Up, Tribimoon Level Up, Uranus Level Up, alle einfach. Ihr Menschen. Es wird die Zeit kommen, in der ihr bereuen werdet, dass ihr euch Apsu widersetzt habt. Nice. So, damit aber jetzt endlich mal einmal den Cut. Wir sind endlich weitergekommen. Bis zur nächsten Folge oder bis gleich, je nachdem, wo ihr mich seht.